Zimmerzug wird initialisiert. Lebenserhaltung aktiviert. Schildkinetiksystem online. Scanner beschädigt. Reparatur erforderlich. Luftschub-Jetpack online. Multiwerkzeug und Minenlaser. Einsatzbereit. Benutzerinitialisierung abgeschlossen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play No Man's Sky, euer Remco auf Remco FP. Und wie ihr seht, wir spielen No Man's Sky. Hab ich aber gerade gesagt. Und auf was für einen fucking kalten Planeten sind wir denn hier gelandet? Oh, beschädigt. Das müssen wir erstmal alles reparieren. Ah, das habt ihr auch schon. Neue Technologie entdeckt. Mega nice. Und deswegen habe ich mir dieses Spiel gekauft und bin hier gekommen, allein um das zu tun. Einfach mal das Licht auszunehmen. Der letzte macht das Licht aus. Kennt ihr doch. Sollen wir uns erstmal hier Eisen? Nix. Super. Gibt's hier? Na gut. Gegral. Na super. Bringt gar nichts. Plutonium. So. Und hier gibt's den Atlas. Hm? Der hilft uns schneller in das Weltrauminnere zu kommen. Der Athen scheint sich zusammenzufalten. In einem Augenblick sehen sie drüber in einer riesigen roten Kugel. Fast zu groß und zu hell. Wie ernst. Ihr kennt mich in- und auswendig viel besser, als ich mich jemals selbst kennen könnte. Könnte das etwa das Gesicht der Schöpfung sein? Oder werde ich gerade erwacht und noch benommen manipuliert? Ein Name brennt sich in meinen Verstand, ein Atlas. Und ein bitteres, bitte wortlos geäußert. Was? Bitte wortlos geäußert? Ich soll dem Weg folgen und diesen Wesen den Atlas für mich bereit. Okay, das war Sätzen 6, lesen. Okay, die Führung des Atlas annehmen. Natürlich. Gib mal her. Einfach haben das Gefühl, der anderen können gefühlt. Ich war verloren doch. Ich wurde gerade der Atlas. Gut. Ich gehe jetzt erst. So. Achso, ist ja noch beschädigt. So, wir brauchen erstmal. Erstmal Pflanzen zu ihrem Baum abfällen. Oh, her damit. Eisen gibt's aus, Oxid gibt's aus, Steine. Hm? Und jetzt kommt mir erstmal unser Menü an. So. So, Raumschiff, was brauchen wir? Karitplatten. Karitplatten können wir herstellen aus Eisen. Da brauchen wir Eisen. Wir brauchen wie viel? 4, also 40 mal Eisen. Iridium, Karit. Ich denke 40. 50, 60. Wir brauchen 60 Eisen. Alles klar. Läuft, wird gemacht. Haben wir schon erreicht. So. Ein. Was? Ach, ich brauch. Okay. Oh, diese Jungs, die mögen das gar nicht, wenn ich irgendwas abbaue und dieses Ding. Lass mich in Ruhe! Schon mal gleich negativ aufgefallen, das ist schon mal cool. So, No Man's Sky, was gibt's dazu zu sagen, dieses Spiel? Riesengroß. Es würde, glaube ich, 500 Jahre dauern, um alles zu erforschen. Es gab auch schon einen Spieler, der ist rumgerannt um den Planeten. Und hat 12 Stunden gebraucht. Na, uns wurde versprochen, es soll so groß sein wie die Erde, aber ganz ehrlich, Leute, 12 Stunden, um einen Planeten zu umlaufen. Das ist aber auch mehr als genug. Das reicht auch. Mein. Ganz ehrlich, was wollt ihr mit einem Planeten, wo ihr so lange wie die Erde braucht, wo ihr 5. Keine Ahnung, da braucht ihr mehrere Stunden, glaube ich, um zu rennen, ne? Keiner beschädigt, na super. Kundschaft, wieso hoch, her damit. So, wir sind auf einem recht kalten Planeten gelandet. Das heißt, wir müssen uns Höhlen suchen, um unseren Schutz, der dort unten gerade abnimmt, wieder aufzuladen. Und da hinten gibt's Gold. Oh ja, wir können Materialien abbauen. Wir können im Weltall fliegen. Wir können viel machen, viel erforschen. Da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Okay.
das denn? Einfach nur Deko, auch nicht schlecht. So, gucken wir mal unser Werkzeug. Raumschiff, Multiwerkzeug, Scanner. Reparieren. Reparieren. Eisen, reparieren, reparieren. So, haben wir keine großartige Technologie gefunden, also geht's weiter. Da hinten haben wir was. Achso, wir müssten auch die Tiere scannen. Hallo. Bleib hier. Also, wir wollten nicht, dass wir wollten das Tier scannen. Und man kann alles scannen. Man kann allen einen Namen geben. Man kann alles hochladen und... Was bist du? Der sieht nicht sehr nett aus. Alpha passiv. Absorbiert Nährstoffe. Okay. Wir können auch hingehen und die Tiere füttern. Das sind Wächter, die mögen nicht mehr was zerstören oder abbauen. Dann gibt es ab und zu mal auf die Glocke und da hinten. Da hinten haben wir was ganz Wichtiges. Das brauchen wir. Und so können wir Worte lernen von der jeweiligen Alien-Rasse. Ja, natürlich auch ein Jetpack, um hier rumzufliegen. Hui! Stabilisiert sich. Ui. Und da ich noch nicht weiß. Das Wärme schon stabilisiert sich. So, weil es jetzt Tag über ist. Alles klar. Oder nicht? Tami. Pflanzen können wir aufführen. Eindringling. Okay, läuft. Aber wir haben da hinten ja schon was gesehen. Was ist das da hinten? Da gehen wir gleich mal hin. Den Weg dorthin können wir natürlich allen möglichen Zeug sammeln. Kohlenstoff brauchen wir für unsere Lebenserhaltungssysteme. Haben wir euch schon? Haben wir noch nicht. Komm her, wo soll ihr seid? Ist irgendwo Flugviecher? Nein, noch nicht. Füttern! So, jetzt haben wir das liebe kleine, was auch immer es sein soll, gefüttert. Es freut sich und findet jetzt was für uns. Und wieder herrennen? Hm? Ah komm, auf! Auf! Ich hab schon ein paar Stunden aufs Screen gespielt. Wo läuft es hin? Wo läuft es hin? Was hat es vor? Sucht uns jetzt hoffentlich was Tolles aus. Oder es rennt uns einfach hinterher. Ja, wieder was versteckt im Gras. Alles klar. Analysieren die Pflanze. Pflanze analysiert. Analysieren Stein. Analysieren. Analysieren diesen Stein. Hallo? Unser Raumschiff ist kaputt, beschädigt. Was krieg ich denn da lang? Aber auch noch nicht. Wärmeschutz stabilisiert sich. Danke. Gemütlich, ängstlich, alles klar. Aus welchen die Forscher dran haben, ist dieses Spiel ideal. Und wir erfrieren langsam. Wir müssen unseren Dingsschutz wieder aufladen mit Zink. So. Au! Ah. Oh, verdammt! Platin, her damit! Was haben wir hier? Zink! Immer her damit! Immer gib ihm! Sieht! Ich habe die schon gescannt. So haben wir. Wir können natürlich uns auch so hier scannen einmal. Zeigt uns an, was in unmittelbarer Nähe ist. Ui! Chrysonit? Tamium 9 brauchen wir nachher zu fliegen. Okay, dann nicht. Eisen brauchen wir auch ein bisschen. Wir brauchen auch ab und zu ein bisschen Zeug, um hier unsere Werkzeuge aufzuladen. Aber erstmal, ja, Eisen.
Haben wir zu wenig Eisen. Iridium brauchen wir. Wo gibt's hier sowas? Achso, die Pilze haben wir noch nicht gescannt. Magic Mushroom, sag ich nur dazu. Hier, haben wir das schon gescannt? Hallo? Willst du das nicht scannen oder kann ich das nicht scannen? Er kann das nicht scannen. Immer schon C drücken. Oh ja, hier. Plutonium. Ganz wichtig. Aufladen unseres Werkzeugs und unseres Raumschiffs. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier gestrandet. Wir werden gleich richtig Ärger von den Jungs bekommen. Boah, minus 75 Grad ist doch easy going, oder? Los mit euch! Ein bisschen. Man kann natürlich sehr viel Zeit hier verbringen und das alles. Wärmeschutz stabilisiert sich. Genau, um das hier alles zu erforschen, aber wer will das denn? Für 200.000 Units, die du vielleicht kriegst. Das ist gar nicht. 275.000 Units pro Planet, den du komplett erforscht. Wenn du überlegst, was da für Zeit reinsteckst. Nee, seid ihr besser bereit, wenn ihr sowas abbaut und dann let's go sagt. Guck mal, hier haben wir schon eine Handelsplattform. War nicht schlecht. Können wir gleich unser Zeug an den Mann bringen. Licht aus. Zipsplatten. Na super. Können wir hier gleich verkaufen. Was bist du denn? Erstmal analysieren. Alles klar. Willkommen in der Vortragsmasse des galaktischen Marktes Terminal Staatssicherheits Login und sein Name Edwin Koko. Erkundung zu Fuß 1351 Units. Okay. Hier kannst du verkaufen. Denke ich dir, Alter. Das will ich nicht. Oh Mann. Na hier. Ey, das brauche ich noch alles. Was ist das denn für eine strange Umwelt? Guckt euch das mal an. Oh, eine Höhle. Wäre es mir doch ganz lieb, wenn wir doch wieder das Licht anmachen, oder? Geil. So. Ungefähr. Haben wir? Hier kannst du auch mal ein Gra-Gra haben, wenn du willst. Es hypnotisiert mich. Verkaufen. Verkauft. Ich kann natürlich auch Gegenstände kaufen, also wir schon weg von ihnen. Wenn wir darauf Lust haben. Ich will jetzt mal gucken, was das dann ist. So, wir können damit auch abbauen. Siehst du, wir müssten mal, wir haben noch einen Bergbau, wir müssen noch mal einen Blitzwerfer zunehmen. Oh. Können wir nämlich hier mal rumzwitschen. Können wir uns auch wehren ein bisschen. Würde ich auch nicht zu verachten. Nickel! Und für Nickel gibt es viel Kohle. Aber das brauche ich doch nie und nimm alles ab, oder? Überhitzt. Wieder was ziemlich schnell sowieso aussieht, ne? Bevor wir das abbauen. Können wir mit unserem Jetpack klettern, einfach an. Auf kalten Planeten, radioaktiven Planeten, säurehaltigen Regen Planeten und extrem heißen Planeten hilft es, wenn man sich in Höhlen versteckt. Gut, bei heißen Planeten, radioaktiven Planeten kann ich das noch verstehen, ne? Und säureregenden Planeten, aber kalte Planeten sollen sich in der Höhle verstecken? Soll denn helfen? Vor was? Die Höhlen nicht meistens kälter als draußen? Ja, da kommt auch die Höhle drauf an, ne?
Alter, ja. Oh nein, aufgebraucht. Wir müssen nachtanken, Leute. Und das geht so am besten. Deswegen die Plutonium mitnehmen. Plutonium braucht ihr später natürlich auch um... netten Ausblick. Um eure Dings aufzuladen. Na, wie heißt das? Raumschiff, Schubdüsen, Startdüsen, genau. Oh, das ist aber viel. Gucken, die brauchen wir ja dann, um hier zu verschwinden. Du siehst, kommt meistens in kalten Planeten auf der Oberfläche ein blauer Kristallform vor, wie wir gerade hier gesehen haben. Boah, damit mach ich ab. Wie sieht denn das aus? Obwohl, ganz ehrlich, ein System oder ein Spiel, was 18, was war das? 18 Milliarden oder Billionen Sonnensysteme hat. Da kann man schon mal sagen. Egal. Aber ganz ehrlich. Hier werde ich wohl wahrscheinlich nie wieder hinkommen und hier wird auch wahrscheinlich nie eine herkommen. Weil es besteht die Chance, wenn du spielst auf dieser Plattform und ein anderer spielt auch auf PC, hast du eine Chance, die geringer ist als im Lotto zu gewinnen, dass du einen anderen Spieler findest. Ah, dieser schieren Größe. Glaube ich, so war der letzte Stand. Ich so gelesen und gehört habe. Also können wir ein bisschen, was weiß ich, verbrannte Erde hinterlassen und keinen wird es interessieren, weil es nie einer herausfinden wird. Bis auf die hier meine kleinen Szenen ankommen. Ich würde sagen, ich baue das hier noch weiter ab. Und wenn ich fertig bin, starten wir die nächste Folge und dann können wir weitersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Remco auf Remco LP. Ciao, ciao!